Es ist schön hier. Willkommen zurück zu GTA 5. Wir schauen mal, ob wir hier noch irgendwo was finden. Wir sind ja beim letzten Mal mit dem Riesenrad gefahren, mit der Achterbahn. Hast du nicht gesehen? Warum hast du eine Waffe in der Hand? Steck die mal bitte weg. Was haben wir denn hier? Kann man sich die Hände waschen? Das ist aber schön. Aber hier scheint sonst nichts weiter zu geben. Hey, pal. Hey! Ich mag das, mit den Leuten zu reden. Finde ich schön, dass das geht. So, jetzt wollten wir uns ja eigentlich ein Auto suchen, aber hier auf dem Parkplatz stand nichts mehr, ne? Die sind alle weg. Ah, halt, stopp. Hier gibt es Autos. Da fährt sogar eins. So, welches nehmen wir uns denn? Ja, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal das hier. Und dann fahren wir mal zu einem Friseur. Ich hätte jetzt eigentlich Bock drauf, unserem Michael mal ein bisschen was zu verpassen. Zum Beispiel stehe ich ja so auf Bärte, ne? Also kriegt er jetzt auch mal einen, würde ich sagen. Wo ist denn hier der Ausgang? Wo ist die Ausfahrt? Ich finde sie nicht. Hier rum. Und hier rum. Sehr schön. So, mal sehen, ob wir jetzt durch Zufall hier irgendwo schon einen Friseur finden. Obwohl, wir können ja eigentlich hier mal gucken. Komm schon. 600 Meter, ja dann. Ist gar nicht so weit weg, wie ich jetzt dachte. Das ist natürlich schön. Und stopp. Oh, 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 oh. Vorsichtig, nicht zu sehr rutschen. Sonst rutschen wir wieder in andere Autos rein und sowas. Miau. Ich liebe diese Stadt. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube, ein halbes Dutzend Mal bis hin zu circa 30 Millionen Mal habe ich das bestimmt erwähnt. Es ist einfach so. Ich finde diese Stadt genial. So, wo ist denn jetzt der Friseur? Der Friseur ist hier drin, ey. Hallo, Friseur. So, na dann wollen wir doch mal gucken, was es so gibt hier. Also erstmal Bärte, ne? Schön, ihr habt hier nur Mist. Das ist natürlich fantastisch. Machen wir mal so. Ah, du hast scheiß Bärte im Angebot, hör mal, Liebes. Was soll denn das? Muss ich jetzt echt einen anderen Friseur aufsuchen, würde ich mal sagen, weil ich will so einen richtig tollen Bart hier. Zack, lass mich weg. Ja, kauf dir mal ein paar Bärte, Alter. Guck dich mal an, ey. Hat die keine Bärte im Angebot? Ich fass es nicht. So, wo ist mein Auto? Achtung, speichern. Auto. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die Karte. Auf die tolle Karte. Hier oben hätten wir zum Beispiel noch wen. Da oben, da ist es ja auch eine relativ reiche Gegend, also könnte es da eventuell andere Frisuren geben, vielleicht bessere. Ah, ein Smart. Wow, yeah, ich hab Spaß. Einfach mal hupen, das macht Laune. Das muss manchmal sein. Es wird doch schon wieder dunkel, ne? Aus dem Weg, Autos. Peter muss hier lang. Weg. Ich hab zu tun. Map, map. Wie die alle am Hupen sind, nur weil ich schnell vorbeifahre. Wow. Ah, Schild. Hallo. Auto. Ah. What the? Kannst du mal sehen? So, jetzt müssen wir rechts und dann sind wir auch gleich schon da. Ah, ah, ah. Hä, was? Geh weg. Lass mich einfach in Ruhe. Oh, hier steht sie wieder blöde rum. Ich bin da. So. Oh, das sieht doch schon nach einem nobleren Friseur aus hier. Ah, okay. Let's do this. Dann wollen wir doch mal gucken, was du so hast. Aber ich bin auf der Suche nach einem Bart. Hast du da was? Was habt denn ihr für komische Bärte, hör mal? Da fehlt doch was in der Mitte.
Nee, also tut mir leid, da lasse ich den Bart lieber weg. Ja, lass mich bloß in Ruhe, ey. Also, es kann ja wohl nicht wahr sein, aber ne. Also, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. So, jetzt gehen wir mal auf die Karte. Erneut natürlich, ne? So, was können wir denn jetzt machen? Wir sind mit Michael unterwegs, ne? Da hätten wir zum Beispiel die neue Mission mit dem Lester am Laufen. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Das ist natürlich ein ganz schönes Stück. Aber so wie ich fahre, sind wir schnell da. Ah, wir sollten aber vielleicht vorher nochmal zu Hause vorbeischauen. Weil ich hätte gern ein paar ordentlichere Klamotten. Diesen Freizeitmist brauche ich nicht. Ich muss zum Kleiderschrank. Aus dem Weg. Verschwindet. Husch, ich will hier lang. Steht nicht im Weg rum. Auto. Guten Tag, Auto. So, das Auto brauche ich nicht mehr. Ah, ah, Klatsch. Also, ich habe den Unfall nicht gebaut. An dem Auto, da war ich nicht beteiligt. Ich war gar nicht in dem Auto drin. Hey, Big Daddy's home, as if anyone gives a shit. Ist mein Sohn da und zockt? Nee, der raucht. James? Father? James, Vater. Hey, Jim. Hey, Dad. Hey, Son. Hey, Pop. Na gut, gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Ach, was habe ich jetzt aufgesammelt? Angst, schnell weg hier. Irgendwas habe ich aufgesammelt. So, dann wollen wir mal. Irgendwas mit Anzug wäre schön. Haben wir da was? Oh, der ist doch schick. Den würde ich sagen, nehmen wir gleich so. Haben wir noch eine schicke Weste? Keine Gegenstände. Also irgendwie müssen wir doch mal irgendwo Kleidung kaufen können, hä? Aber auf der Karte sind keine Kleidergeschäfte eingetragen bei mir. Müssen wir mal nochmal gucken, wenn ich draußen bin. Aber erstmal wollte ich gerne mal gucken, wo ist mein Töchterlein, hä? Hör mal. Hm. Gut, also hier oben ist nichts los. It is a waste of time. I am an old hag. Can I get a refund then? Okay, you do. JC! Hey, Trace. Wieso redest du nicht mit mir? All good, Trace? Redet meine Frau mit mir? Ich will mich nicht hinsetzen, ich wollte mit dir reden. Aber das geht ja wieder nicht. Tja. Na gut, gehe ich nach draußen. Tschüssi. So, und jetzt wollte ich hier aber nochmal gucken. Was ist denn hier los jetzt hier? Hör mal. Unterschlupf. Seilbahn? Wir müssen Seilbahn fahren irgendwann mal. Das sind die ganzen Triathlon, Golf, Garage, Friseur. Fahrgeschäfte. Ammunition. Ammunition, nö. Also Kleidergeschäfte finde ich keine. Vielleicht kommt das ja später noch. Naja, wir haben ja erstmal einen schönen Anzug. Dann reicht das fürs Erste. Was war denn das jetzt eigentlich für ein Ton? Ach, da hat mich wer eingeladen im Multiplayer. Das braucht jetzt kein Mensch. Hey, verschwinde. So. Jetzt sind wir endlich unterwegs. Wird ja auch mal Zeit. Ach so, ich wollte noch waffenarsenalmäßig was machen. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Kohle für sowas habe. So, fahre ich mal zum nächsten Waffenlager hier. Weil ein paar schicke Waffen, das wäre doch schon mal was. Irgendwas Schönes werde ich schon finden. Miau. Boah, die Ampel war fast rot, naja. Ah, weg.
Alle aus dem Weg! Ich brauche Waffen! So, brillant geparkt, würde ich mal sagen. So, Leute, ich brauche schicke Waffen. Unser Franklin hat ja schon schöne Ausrüstung. Darf ich jetzt was kaufen? Mann, das darf ich alles noch nicht kaufen. Ich dürfte sowas hier zum Beispiel holen. Haben wir hier hinten noch was, das ich holen könnte? Billigknarre. Wer will eine Billigknarre? Alles andere kann ich mir nicht kaufen. Gut, dann nehmen wir das. Größeres Magazin, den Griff natürlich. Taktisches Licht braucht kein Mensch. Zielfernrohr, wollen wir das nehmen? Nö, Schalldämpfer brauche ich nicht. Machen wir das so. Dann hätte ich aber tatsächlich gern noch irgendeine schallgedämpfte Knarre. Wir können ja momentan nur die nehmen, ne? Das Magazin sieht hässlich aus. Taktisches Licht brauche ich nicht. Ein Schalldämpfer wäre ganz gut. Machen wir das so. So, da habe ich jetzt ein schönes Gewehr. Mit wie viel Schuss? 60? Naja, gut. Soll mir erstmal genug sein. Einsteigen! Okay, soweit so gut. Jetzt wollten wir aber eigentlich zu unserem Lester, ne? Schwupp. Wollen wir doch mal gucken, was der zu tun hat, der Lümmel. Der alte Haudegen. Wir alle aus dem Weg, ich hab zu tun. Husch. Wuschti, wuschti. Da, geht weg. Ihr seid mir alle viel zu nah irgendwie. Miau. Und links rum, nein, das war rechts. Ich wollte ja auch nach rechts, aber ich hab links gesagt. Ist ja auch egal. Ich bin mal gespannt, was Lester für ein Typ ist. Ah, was geht denn jetzt ab? Wieso drehe ich mich? Auf einmal bin ich voll ins Schlittern gerannt. Oh, hier ist irgendwas los. Was ist denn hier los? Verführerisch. Aber nee. Oder? Ich weiß nicht. Ich meine, ein bisschen Kohle wäre ja schon was Feines. Okay, der ist hin. Da müssen wir jetzt abhauen mit dem Wagen. Hä, wieso kriege ich den nicht auf? Muss ich den vor Ort zerstören? Wie soll ich das denn machen? Hat das irgendwas gebracht? Sieht nicht so aus. Ich glaube, ich habe hier Mist gebaut. Verflucht! Ich habe richtig Mist gebaut. Verschwindet! Verdammt, ich habe richtig, richtig Mist gebaut. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr lebendig raus. Aber die wollen Ärger, die können Ärger haben. So ein Mist. Geht's jetzt? Ich habe doch die Scheißscheibe weggemöbelt. Shit. Und da bin ich auch schon weg. Aber ich habe einige von den Dreckskerlen mitgenommen. So gehört sich das. Blöder Wagen. Für sowas sollte man vielleicht Sprengstoffe dabei haben. Das wäre eventuell, ja, ein bisschen besser, würde ich mal sagen.
Und da sind wir am Krankenhaus und haben was im Gesicht. Gott, sehen wir kacke aus. Wir sehen richtig hinüber aus. Ich glaube, wir sollten nochmal nach Hause fahren. Da können wir den Mist bestimmt aus dem Gesicht waschen oder so. This is almost the car, amigo. Zumindest geht das so im Online-Modus. Wenn man da irgendwie Narben hat und so, muss man einfach duschen und dann ist gut. Aus dem Weg. Verschwindet! Ich muss nach Hause! Unter die Dusche! Ich sehe aus wie Scheiße! Dabei wollte ich nur zu Lester. Ah, schuldige! Das war gar nicht mit Absicht und so. Boah, was war denn das für ein Auto? Hallo? Aber die Karre gibt gut Gummi. Hi. Tag. The guy who pays the bills is here. Gut. Wer labert hier rum? Nichts vollgetankt. Wo ist die fucking Treppe? Ich komme nicht nach oben. Hier geht's in die Garage. Ah, hier ist die Treppe. Haha. Ab ins Badezimmer, ab ins Badezimmer, ab ins Badezimmer. Du bist nicht das Badezimmer. Du bist das Badezimmer, oder? Nein, du bist von der Tochter die Zimmer. Wo ist der Badezimmer? Bist du der Badezimmer? Du hast aber keine... keine Dusche. Haben wir noch ein größeres Bad? Irgendwo haben wir unten ein größeres Bad. Die werden doch hier wohl irgendwo eine Dusche haben. Weil ich sehe doch voll geschlagen aus. Das muss ich doch irgendwie wegbekommen. Ich kann doch jetzt nicht für den Rest des Spiels rumlaufen wie so ein verdammter Krüppel. Mrs. Amanda drinks a lot. She needs a lot of glasses. Ah, hier unten ist nichts weiter. Da muss ich wohl mit dem Dreck leben. Na gut. Wer bist du, der Gärtner oder was? What you doing, Carlos? We all good, Carlos? Red halt nicht mit mir. Wer sagt hier hey? Was war das? Komische Geräusche. Ich hab Angst. Sag mal, wer piept mich hier die ganze Zeit an? Also ich muss doch gleich mal gucken, ob ich irgendwie die Verbindung zum Online-Modus unterbrechen kann. Das nervt ja, wenn man hier ständig angepiept wird von Leuten. Aber man kann zumindest irgendwie das Ganze leise stellen. Einstellungen, wo war das noch? Klingel. Vibration. Vielleicht, wenn ich das ausmache, geht das dann? So, also jetzt fahren wir erstmal in Richtung Lester. Haben wir den eigentlich noch markiert? Sieht so aus, ja. Gut, dann nehmen wir unser schönes Auto und fahren los. Dann können wir beim nächsten Mal endlich... au. Endlich mal... ah, Hilfe! Ich habe schon wieder vergessen, was für ein Speed das Auto drauf hat. Da können wir dann beim nächsten Mal endlich mit dem Lester reden. Ich bin echt mal gespannt, was das für ein Typ ist und wie der uns helfen kann, die 2 Millionen für Martin... wie hieß er? Martin Matris oder was weiß ich was. Martin Matratze nenne ich den, der jetzt so gut ist. Bin ich ein bisschen falsch gefahren? Boah, das Auto, das hat aber eine scheiß Lenkung, ey. Das kommt ja gar nicht um die Kurve rum. Ist das so schwer, das Auto, oder was? Miau. Aus dem Weg, Peter unterwegs. Peter ist schnell. Boah, was machst du denn da? Verschwinde. Schwupp. Give me your fucking money. Now. Don't... halt die Klappe. Brauche ich nicht, aber danke. Ich habe gern geholfen. Ich habe es eigentlich nur für mich getan, weil ich gern Leute überfahre. Ey, komm hier! Mein Auto fährt ohne mich weiter. Ich kann den Unfall gar nicht gebaut haben. Ich saß nicht in dem Auto. Boah, die Kiste sieht aus. Schon ein bisschen ramponiert, ne? Halt, stopp. Und los. Miau. Oh, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Ja. So, Lester, halt durch, mein Junge. Ich bin nicht mehr weit weg, oder? Naja, 1,3 Kilometer, das ist nicht viel.
Das schaffen wir, Blitz. Ich sollte hier gar nicht lang, oder? Na, ich kann auch weiterfahren, wenn du willst. Hä, soll ich jetzt... Wo soll ich denn jetzt hin? Jetzt sind es 1,8 Kilometer, weil ich falsch gefahren bin. Hör nicht mit mir! Hi. Ich muss mal hier lang. So, und jetzt sind es 1,1 Kilometer. Ich bin gut. So kommt man aus so einer Situation wieder raus. Hallo Promobil. Tag Auto 13. Auto 47. Ah. Verschwindet doch alle von der Straße, wenn ich hier... Oh, Motorradfahrer. 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 Motorrad! Ich hätte hier rausgemusst. Naja. Alle aus dem Weg. Hey, fahren 60 von 100. Ich bin jetzt ein besserer Fahrer. Shit. Merke ich nichts von. Ah. So. Also das würde ich mal sagen, ist eine holprige Tour gewesen, aber es hat Spaß gemacht. Aus dem Weg, ich fahre hier lang. Ein Schild, ein Schild, Schild, Schild. Ach, ich bin schon da. Na dann parke ich hier. Steige. Fahrt bloß vorbei, ich habe nichts getan. So, aber ich sehe immer noch aus wie scheiße. Ich hoffe, das ist dann weg, wenn ich mit dem Lester rede. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit so aussehe. Naja, wir sehen uns jedenfalls. Macht's gut, euer Lord Peter.